Die Insel Norwerk ist also in jedem Fall eine Reise wert und die meisten haben natürlich nicht gewusst, dass das älteste Gebäude der Freien und Hansestadt Hamburg sich dort befindet. Eines muss man aber auch ergänzen, es ist relativ weit weg von Hamburg und es bedarf einer etwas längeren Anreise über Cuxhaven und dann mit der Fähre oder dem Wattwagen. Aber auch die Hansestadt selbst hat natürlich wahnsinnig viel zu bieten, was wir Ihnen zeigen wollen und es ist immer so eine Mischung aus Tradition und Moderne. Zum Beispiel hier, wo ich mich jetzt gerade befinde, auf den Magellan-Terrassen mitten in der Hamburger Hafen-City. Ein ambitioniertes Projekt, wahrscheinlich städtebaulich das ambitionierteste in ganz Europa. Eine Mischung aus Tradition und Moderne. Und es war ursprünglich mal Teil des Plans für die Olympiabewerbung der Hansestadt, die ja dann scheiterte. Aber auch das Olympiastadion sollte hier in der Nähe errichtet werden. Und jetzt sieht man hier die vielen, vielen alten Schiffe. Und viele Hamburger geben sich sehr viel Mühe, unter anderem auch mit Spenden, um dieses so zu erhalten und neu aufzubauen. Und die Liebe der Hamburger zu ihrer Stadt geht sogar so weit, dass es Menschen gibt, die ein Magazin herausgeben und gegründet haben mit dem Titel Der Hamburger. Sicherlich kein Kassenschlag, aber trotzdem muss man den Herausgeber fragen, Peter Felske, wie groß ist die Liebe, dass man so ein Magazin herausgibt? Erstmal muss man es ja gründen, bekannt machen und dann auch weiter produzieren und es soll ja auch Gewinn abwerfen. Also ich glaube, man muss in der Stadt geboren sein, so wie ich, um diese Liebe so zu entwickeln. Aber wenn man sich ansieht, wie in den letzten 20 Jahren diese Stadt sich entwickelt hat, ganz speziell hier kann man das ja wunderbar beobachten, die explodiert ja geradezu, die Hafen-City, dann wächst so eine Liebe permanent und dann ist es auch gar kein Problem, die Liebe in so ein Projekt umzusetzen. Was bedarf es eigentlich, um ein richtiger Hamburger zu sein? Ich bin auch hier geboren, aber wie wird man so ein richtig gewaschener Hanseat? Also gewaschener Hanseat, da muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich nicht mal richtig sattelfest. Ich glaube, da muss man so in dritter Generation hier schon leben, um es wirklich zu sein. Das bin ich nicht, das gebe ich zu. Aber ich denke, wenn man hier so zwei Jahrzehnte in dieser Stadt zugebracht hat, dann kann sich gar keiner dagegen wehren, diese Stadt zu lieben und sich als Hanseat zu fühlen. Und was ist das Schöne eigentlich, wenn Sie jetzt, warum haben Sie sich diesen Platz ausgesucht? Ich hatte ja extra gesagt, wir wollen irgendwo hingehen mit Ihnen, wo es Ihnen persönlich am besten gefällt. Warum hier die Magellan-Terrassen? Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, diese Mischung aus Moderne und Tradition ist natürlich das eine, was mich hier lockt. Das andere ist das Wasser. Ich finde immer, wenn man an den Hafen kommt, und ich glaube, das macht ja Hamburg auch ganz besonders aus, dass es eine Hafenstadt ist, immer wenn man in den Hafen kommt, finde ich, überfällt einen so eine gewisse Sehnsucht. Und für mich schlagen da immer wirklich dann zwei Herzen in meiner Brust. Ich weiß, dass ich dieser Sehnsucht immer wieder nachgeben werde und ins Ausland fahren werde. Ich weiß aber auch ganz genauso, dass egal, wo ich auf der Welt dann aus dem Flieger steige, ich eigentlich schon einen Tag später wieder Heimweh nach der Hansestadt habe. Und Menschen, die hier hinziehen, aber nicht in Hamburg geboren werden, heißen ja Quittje. Ja. Was würden Sie denen als Tipp geben, als erstes, wenn man nach Hamburg kommt? Was muss man sehen? Also ich glaube, jeder Quittje wird automatisch hier runterkommen und wird dann sofort verstehen, warum Hamburg ein besonderes Fleckchen ist. Hier bewegen sich die Menschen anders und der Hafen macht aus Hamburg eben etwas ganz Besonderes.